Falkreath. Eine Stadt voller toter Leichen. Ich kann hier nicht länger bleiben. Diese Präsenz. Ich halte es nicht mehr aus. Meine treuen Gefährten des Couch Gaming, wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie ich das gerade eben eingeleitet habe, so mit diesem kleinen Monolog, hat sich Solskjaer gerade gedacht, weil wir sind ja jetzt hier in Falkreath gewesen. Und wie ihr ja wisst, Falkreath hat einen gigantischen Friedhof. Gut, so groß ist er nun auch wieder nicht, aber es ist der größte von ganz Skyrim. Und das ist ihm unangenehm, ne? So, Totenbeschwörung auch und allgemein alles, was mit dem mit Toten zu tun hat. Das mag Solskjaer eigentlich nicht. So, so, es sind also auch tagsüber gefährliche Orte. Oh Mann. Gut, wir müssen raus aus diesem Sturm. Und man sieht echt nichts. Wir können hochgucken und dann sehen wir was, aber mehr sehen wir nicht. Gut, ein bisschen können wir den Weg erkennen, aber so, man sieht nichts. Unglaublich. Da ist doch jemand. Ah, hier ist jemand. I am waiting for a good death. Okay, warum wollt ihr sterben? My time has come. I am old. Too old to become chief. It would be wrong for me to take wives at this age. So I will die. Malekith has given me a vision of a glorious death. I am to wait here until it finds me. As you can see, it has not yet arrived. Okay. Until next time. Dann lassen wir ihn mal hier auf seinen Tod warten. Oh Mann. Allerlei unheimliche Kreaturen laufen hier herum. Ein kleines Lager. Da könnten wir uns mal kurz heransetzen und uns ja abtrocknen, ne? Es ist ja nun schon ziemlich starker Regen. Ach. Wir könnten uns ja für die Zeit hinsetzen. Da. Ah, das war's schon. So. Weiter geht's. Moment mal.
Das ist doch der Ort, wo wir einmal wegen dieser Bärenfalle gestorben sind, oder? Ja. Hier vorne. In die sind wir mal reingelaufen. In genau die. Und dabei sind wir gestorben. Liebe Freunde. Dann glaube ich zu wissen, wo es lang geht. Oh Mann, nicht, dass uns hier was verfolgt, ne? So. Gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Wetter wird einfach nicht besser, liebe Freunde. Ah. So, gleich sind wir in Riverwood. Oh. Seht ihr das da vorne? Diese Pflanze nennt sich Nirnroot. Und wenn wir da jetzt rankommen? Yep. Und wir den nehmen. Dann kriegen wir 2000 Erfahrungspunkte, weil wir Nirnroot gefunden haben. Das ist so ein kleines Gimmick von der Mod. So ein kleiner subtiler Hinweis findet sich ja auch hier. Und Nirnroot wird halt nochmal ganz groß gelobt, wenn man das hier pflückt. Anscheinend ist das ziemlich selten. Finde ich eigentlich ganz witzig, dass man sowas in diese Mod eingebunden hat. So. Da sind wir auch endlich in Riverwood angelangt. Und ihr seht, das Wetter will sich einfach nicht bessern. Ach, schrecklich. Schrecklich, schrecklich, diese Sache. Dann werden wir uns hier mal ein bisschen aufhalten, ne? Uns mal ein bisschen aufwärmen. Obwohl... Nee, aufwärmen nicht, aber abtrocknen. So, das ist gleich wieder soweit und dann... So. Da haben wir's. Mal gucken, wie geht's uns denn jetzt eigentlich gerade? Aha. Okay.
Ja, das ist doch eigentlich noch ganz okay. So, wir wählen natürlich vorsichtshalber schon unser Command Animal aus, also Tier kontrollieren. Meine Güte, was lasst ihr denn diese Türen immer auf hier? Ja, ja auch. Das ist doch nicht schön. Hm? Ja, stimmt, wir können ja mal gucken, ob wir das Nernroot verkauft bekommen, ne? We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Ja, okay. Was habt ihr zu verkaufen? Let's sate that appetite, hm? Ja, kann man sich auch nochmal ansehen, ne? Hier, das ganze Essen. Aber, ja. Wir kriegen's verkauft. Naja, für 4 Septime ist nicht unbedingt ein optimaler Preis, aber es lässt sich ertragen. So. Dafür, dass wir es einfach nur kurz aufgepflückt haben. Was nehmen wir denn, ne? Was nehmen wir? Wisst ihr was? Wir nehmen uns mal sowas Süßes. So. Until next time. Ja. So, wo war denn das? Das ist... da ist es doch. So. Und ich würde mal sagen, wir können auch unser Level-Up einmal hier machen. Na, wir haben ja jetzt ein paar Punkte. Und... denke ich mal, nehmen wir die auf leichter Rüstung. So. Light Armor increased. Was machen wir denn wegen dem Wetter? Ständig auf Reisen sein ist ja auch nicht so eine tolle Idee. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwo eine Laterne zu kaufen, die wir uns mitnehmen können, die wir anmachen können, dann haben wir wenigstens Licht. Ne? Mal gucken, ob Lucan eine zu verkaufen hat. The Riverwood Trader is everything you need in a general store. Ja, ja, was habt ihr zu verkaufen? Komm, zeigt her. Some may call this junk. Me, I call them treasures. Mhm, okay. Schauen wir mal nach. Es müsste eigentlich hier sein. Da. Travel Lantern. A reliable metal lantern. Tja. Auch wenn die ein bisschen teuer ist, 28 Septime. Die nehmen wir uns, ne? Ganz einfach, weil die so nützlich ist. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas Schönes? Oh. Das ist aber auch nur so ein kleines Poison Magicka. Ah, das brauchen wir nicht. Damn thieves! As if things weren't bad enough! So, und wenn wir die Travel Lantern hier nehmen, dann nehmen wir sie in die Hand. Und es ist ja alles schön hell. Vielen Dank. Endlich mal etwas wirklich Nützliches. Und ihr seht, diese Laterne leuchtet 1A. Good dog. Das ist herrlich, liebe Freunde. Stupid dog. Ach, aber was machen wir? Was? Wir könnten natürlich jetzt einfach so ins Inn gehen und Däumchen drehend herumsitzen, aber ich denke mal, das ist nicht im Sinne von diesem... ja... es ist ja immer noch ein Let's Play. Ne?
Und wir müssen ja irgendwie irgendwas tun. Sonst kommen wir ja auch nicht voran. Ne? Und einfach auf schönes Wetter warten, das möchte ich ja auch nicht. Na, wir können ja den irgendwie mit irgendwas Nützlichem füllen hier, die Zeit. Und ich würde mal sagen, das Nützlichste, was wir jetzt machen können, ist nach Whiterun gehen. Ja, sowas sieht schon fast bedrohlich aus bei diesem dunklen Wetter. Naja. Hier sind keine bösen Leute und auch keine bösen Tiere. Ja. Wie sieht's denn hier unten aus? Ne? Hier unten lauern ja auch gerne Sachen. Leute, Diebe, Banditen. Da sollten wir vielleicht auch ein bisschen auf unsere Stamina achten. Ne? Nicht, dass wir hier abhauen müssen, dann geht uns die Puste aus. Das wäre durchaus problematisch. Okay. Ja, das Wetter fängt jetzt langsam an, sich zu bessern. Oh Mann, das langsam ist aber doch ziemlich schnell. Ach, die Sonne. Und jetzt bei dem Nebel da hinten sieht man auch, da oben steht ein ja, doch recht verkümmerter Baum, ne? Scheint nicht besonders groß zu sein, aber doch, ja, ungefähr 3 bis 4 Meter. Ist er bestimmt hoch. So, von dem, was man so jetzt sieht. Oh. Tja, und da ist dieser kleine Baum auch schon vom Nebel verschluckt worden. Das scheint irgendwie ja, ungefähr so wie dieser Baum hier zu sein. Also ganz grob. Okay. Gut, es ist warm genug, sonnig genug, meine ich. Wir können die Fackel wieder wegstecken. Was laber ich hier? Die Fackel doch nicht, die Laterne. Meine Güte. Ich verspreche mich und merke es nicht mal. So. Ich würde mal sagen, wo wir ja jetzt hier in Whiterun sind, dass wir vielleicht hier nochmal irgendwo gucken, vielleicht da draußen in der Wildnis, ob wir da nicht vielleicht irgendwie einen einfachen Reisenden überfallen könnten. Ne? Ich denke mal, das wäre sehr lukrativ. Profitabel.
Vielleicht finden wir ja jemanden. Erstmal hier vorbei an dem Wachturm. Und den Wachen. Die sollen ja das, was wir hier vorhaben, nicht mitbekommen. Das ist aber auch schon ein bisschen älter hier. Und anscheinend hält es der Jarl nicht für nötig, dort... ja, das ist ein bisschen... wiederherzurichten, ne? Irgendwie. Gut, liegt natürlich auch so ein bisschen am Krieg. Okay. Alright, hand over your valuables, or I'll gut you like a fish. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hör mal gut zu. Geh, solange du noch kannst. Nice try, but you don't scare me. Okay. I'm not going to ask again. Dafür habe ich keine Zeit. Don't you walk away from me. Never should have come here. Oh, oh man. Oh man. Tja, so schnell kann's gehen. Na gut, wir sind ja hier in der... oh, unsere... so. Gut. Der... das sollten wir dann wohl besser nicht machen. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Dann versuchen wir uns nochmal an der Holzfällerei. So. Nehmen wir uns den mal. Und dann wird's Zeit, hier fröhlich munter das Holz zu hacken, ne? So ein bisschen jedenfalls. Oh Mann. Ein Dieb schafft es, uns zu töten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Welch eine Erniedrigung. So ein einfacher Gossendieb. Wir brauchen einen größeren Gesundheitspool, muss man ganz einfach sagen. Naja, zum Glück verdienen wir hier mit dem Holzhacken auch ein bisschen XP, ne? Dann, ja, nähern wir uns so ein bisschen dem Level ab. Auch wenn es nur geringfügig ist, aber auch Kleinvieh macht Mist. So kann man sich das denken. So, noch ein bisschen. Wir brauchen Geld. So, ich, ja, okay. Es war nur eine Kleinigkeit. Ich glaube, das konnte man noch nicht... ich glaube, das konnte man noch nicht mal richtig hören. So. Dann nochmal den hier schnell abgelegt. Erfreulich, es ist nicht hier hinter den Tisch gefallen. Ein bisschen schöneres Wetter wäre aber auch irgendwie eine feine Sache. Hort ist auch nicht da. Dann müssen wir wieder zu Besuch kommen hier, ne? Na gut, bei so einem Wetter
würde ich auch nicht arbeiten wollen. Wir haben wenigstens auf. Ist nichts abgeschlossen. I trust you're not planning any trouble. What can I do for you, friend? Dann müssen wir nicht einbrechen. So. Here for work? Get an axe and bring me all the wood you can chop. Warum sein Gesicht so dunkel ist und sein Hemd so weiß, das liegt unter anderem auch daran, dass jetzt genau hier am Hals ein bisschen der Schatten liegt, ne? Oh Mann. Dieses, ne, das sage ich jetzt echt unglaublich oft. Muss ich mir abgewöhnen. Also man sieht ja hier den Schatten. Und der dunkelt das schon ziemlich ab. Gut, ja, wir haben Feuer zu verkaufen. Braucht ihr denn etwas davon? Honest gold for honest work. Er kauft uns natürlich gnadenlos, gierig wie er ist, alles ab und gibt uns 36 Septime. Sehr schön. Good day. Ja, dann geh mal deinem Tagesgeschäft nach, ne? Wir machen hier noch. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht gibt's hier ja irgendwie was. Ach, seht ihr. Er mag uns auch mittlerweile. Wir könnten uns hier ein bisschen bei seiner Habe bedienen. Ich weiß es jetzt nicht. Aber allzu wertvolle Sachen sollten wir nicht mitnehmen. Die werden dann auch wieder gestohlen. Und dann mögen sie uns nicht mehr. Oh, ein Soul Gem. Ja, das ist nicht so schön. Oh, das bisschen Gold könnten wir aber mitnehmen. So. Sagen wir einfach, das hat Frotner genommen, ne? Der kleine streichspielende Junge. Na, der hat die genommen. 181 Septime. Aha, gut. Nee, müssen wir noch nicht. Müssen wir noch nicht essen. Was wir aber schon mal machen könnten, wäre einmal das hier auffüllen. Dann haben wir zwei Flaschen mit Flusswasser. Und liebe Freunde, was machen wir mit Flusswasser? Ihr ahnt es schon, wir kochen es aus. Dazu müssen wir allerdings hier rein. Entschuldigung, es ist nur, ihr habt den einzigen Kochtopf hier. So. Oh, wir sind, jetzt sind wir auch hungrig geworden, naja. Spoiled Junk? Okay. Dann sollten wir das alsbald loswerden. So. Ich frag mich, was das... Oh. Ja, stimmt. Die Milch. Die Milch ist verdorben. In Ordnung. Irgendwo müssen wir das loswerden, liebe Freunde. Es ist, glaube ich, besser, wenn wir das nicht einfach hier in der im Dorf abladen. Dann sollten wir vielleicht ein bisschen außerhalb irgendwo, wo es keinen stört. Wo das in Ruhe verrotten kann. Vielleicht irgendwo hier. Hier vielleicht, ne? Einfach irgendwo hin. So. Sieht schon richtig ekelhaft aus. Seht ihr das nur mal an. Richtiger Siffkram. Bäh. Tja, das war verschwendetes Geld. Das hätten wir vor kurzem noch essen können, aber wir haben es nicht getan. Das sollten wir so gut es geht vermeiden. Gut. Und so kommt auch dieser Part von Skyrim
zu seinem Ende. So viel konnten wir jetzt leider nicht machen, ganz einfach, weil das Wetter nicht, ja, passend ist. Und wir sind auch gestorben. Mal wieder. Ich hab's ja gesagt, wir werden immer und immer wieder sterben. Aber dieses Sterben hat natürlich auch seinen Zweck. Nicht nur einfach so vom Gameplay her, von wegen wir haben versagt, sondern wir müssen stärker werden, um diese Herausforderung zu bewältigen. Ja, das muss man ja immer im Hinterkopf behalten. Wir müssen stärker werden, wenn wir eine solche Herausforderung meistern wollen. Wie eben zum Beispiel diesen Dieb, der uns da ja, gezeigt hat, wo uns so lang geht. Ne? Das ist... Wir brauchen mehr Gesundheit. Sonst überleben wir das nicht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Skyrim wieder. Und bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.